Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich war gerade joggen und habe mir gedacht, ich nehme danach dieses Video auf. Und ja, jetzt ist es halt schon Abend. Ich habe meinen Bademantel an und dann dachte ich mir, komm, drehen wir heute doch einfach mal ein Video im Bademantel. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Irgendwann habe ich das schon mal gemacht, das weiß ich. Aber schon ganz lange nicht mehr. Ja, und es ist halt einfach wieder an der Zeit. Und ihr müsst mich auch nicht die ganze Zeit im Video mit Bademantel ertragen, sondern nur die Hälfte, weil wir den anderen Part morgen drehen. So, jetzt brauche ich noch eben mein Smartphone. Ich hatte nämlich mal die Idee, ich habe ja schon mal eure Lieblingsprodukte von Amazon getestet, das ist jetzt ungefähr schon ein Jahr her. Dann dachte ich mir, bestelle ich euch doch einfach mal Sachen. Ich muss fairerweise sagen, Kelly hat so eine Art Video auch schon vor mir gemacht, also blendet euch hier mal ein. Ihr konntet euch bei mir also Sachen wünschen, die ihr euch selber noch nie bestellt habt, aber gerne haben würdet. Und ich bestelle die dann für euch, teste die und schenke die euch dann. Ich habe gestern eine Instagram-Story gepostet. Ja, die Resonanz war riesig. Also ich habe bestimmt über 1000 Wünsche bekommen. Wir gehen das einfach mal ganz spontan eben durch. So, wir haben hier alle Ansehen. Da muss ich einfach direkt erstmal mit dem Kopf schütteln. Jonas Ems wünscht sich AirPod. Vivi94 wünscht sich eine PS5. Also wir haben hier wirklich jede Menge Wünsche bei, da denke ich mir, ja, bisschen teuer. Für den nächsten Part folgt mir auf jeden Fall bei Insta, da heiße ich Alex Wie, dann könnt ihr euch auch was wünschen. Mir war es nur unfassbar wichtig, dass es ausgefallen ist. PS5 ist halt nicht so ausgefallen, ist halt nicht so spannend zum Testen dann. Aber ich habe vieles bestellt und ein Teil ist jetzt halt angekommen, das checken wir jetzt mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es sind keine iPhones, irgendwelche Tablets, Bildschirme, Fernseher oder so, das ist keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so lustig. Und ich will ja danach auch nicht Privatinsolvenz anmelden. Bevor wir allerdings anfangen und ich gleich hier fast nackt sitze, haben wir hier noch die neuen Shox-Kopfhörer, mit denen ich gerade auf Joggen war. Die sind auch der Sponsor des heutigen Videos. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Leute, ich habe von Shox die neuen Open Run Pro zugeschickt bekommen. Ich habe mir die in der Farbe Blau ausgesucht. Die sind jetzt auf jeden Fall neu rausgekommen und ihr seht schon, das sind nicht so typische Kopfhörer, wie ich sie eigentlich rocke. Aber falls ihr aktiv meine Instagram-Story schaut, dann könnt ihr sehen, dass ich oft joggen gehe und natürlich meistens mit Musik auf den Ohren. Hier kann man jetzt sehen, die können gar nicht runterfallen. Das ist schon mal gut und ihr könnt sehen, dieses offene Ohrdesign erlaubt es euch ganz einfach Podcasts, Musik, was auch immer zu hören und gleichzeitig euch auch noch auf Straßenverkehr, überholende Fahrradfahrer oder was auch immer konzentrieren zu können. Integriert ist die Shox Turbo Pitch Technologie für, Vorsicht Alliteration, verbesserte Bässe. Eine unfassbare Laufzeit von bis zu 10 Stunden für Musik und Anrufe. Geil ist auch, wenn ihr mal vergessen habt, die Dinger aufzuladen, könnt ihr in 5 Minuten eine Schnellladung durchführen und habt dann tatsächlich 1,5 Stunden Hördauer. Außerdem ist in den Headphones ein duales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung integriert und sie sind absolut wasserdicht. Also checkt gerne mal den Link in der Beschreibung aus. Mit Alex Wie gibt es 10 Euro Rabatt. Schaut euch die Kopfhörer an, vielleicht ist das ja was für euch, vor allem wenn ihr viel Sport macht, und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Erstes Paket. Ich glaube, hier sind 3 Sachen drin. Im nächsten Part, den ich auch machen werde, werde ich auch gerne bei anderen Plattformen bestellen. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, was hier geliefert wurde. Und ja, ich teste halt und dann schenke ich es euch, versprochen. Also an alle, die im Video drankommen, ihr könnt mir schon mal bei Instagram eure Adresse schicken. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Produkt. Und ich blende dann hier mal ein, wer sich das bestellt hat und was die Person dazu geschrieben hat, falls sie was dazu geschrieben hat. Und ich sage dann einfach mal meine Meinung dazu. Ah, ach so, was noch ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, was kommt, weil ich es nicht selber geordert habe. Das hat jemand für mich gemacht. Deswegen bin ich umso gespannter eigentlich, was denn so auf eurer Wunschliste steht. Was ist das denn? Das sieht ja aus, ist ja ein verkrüppeltes Einhorn, oder? Alter, guck mal, Leute, schaut euch das mal an. Was macht man damit? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ist es einfach nur Zierde oder was soll das sein? Also ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass das einfach nur Deko sein soll, weil dafür wäre es eigentlich zu langweilig und hätte es nicht hier reingeschafft. Aber was man damit machen soll, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz nach. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? Ah! Vielleicht wissen es viele von euch auch schon mittlerweile. Wir müssen mal kurz was holen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so der Weintrinker, aber ich habe eigentlich meistens eine Weinflasche hier. Und soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, kann man diese Weinflasche dem Einhorn oral auf jeden Fall so, und dann dient das als Weinhalterung. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, ob mir das jetzt so gefällt, weil dieses Ding wirkt auch ein bisschen billo. Aber es ist ja schlussendlich auch nicht für mich. Also wenn ich das jetzt mit einem Fazit abschließen muss, würde ich sagen, an sich, wenn man ein lustiger Typ ist, kann man sich sowas auf jeden Fall in die Wohnung stellen. Okay Leute, ich habe die Auftraggeberin gefunden und zwar ist es die Michelle. Auf jeden Fall hat mir die Michelle, 22 Jahre, geschrieben, hey, ich liebe deine Videos. Ach nee, ups, das stimmt gar nicht. Die hat mir einfach nur den Link dazu geschickt. Das mit den Ich liebe deine Videos über alles war vom 5. Juli 2017. Also Michelle ist wirklich schon lange dabei, deswegen Michelle, ich hoffe, du wirst glücklich mit diesem Einhorn und wirst jetzt immer, wenn du Wein trinkst, an mich denken. Und dann schicke ich dir natürlich dieses Prachtexemplar mit einer leckeren Weinflasche, die ich extra noch für dich holen werde, zu. Ist doch einfach cool, oder? Das war doch schon mal super. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so bekommen. Ah,
Ja, ja, ja. Super. Also sowas wollte ich doch wirklich schon immer mal haben. Ein Kissen mit Augen, ne? Also es ist einfach ein Augenkissen. Muss ich sagen, qualitativ in Ordnung. Kann man auch super mit in die Schule nehmen. Und wenn euch dann halt müde ist, könnt ihr euch einfach reinlegen. Ja, dafür ist das wahrscheinlich gemacht, ne? Egal, was es für Sachen gibt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das so zeigen darf, doch schon, oder? Ja, kann ich jetzt nicht so viel testen, außer mich vielleicht heute Nacht einmal drauflegen, aber mal schauen, wer hier der Auftraggeber ist. Oder eventuell auch die Auftraggeberin, wobei das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Alter, ein Fernglas, oder? Nein, es ist ein... Aha! Es ist ein Nachtsichtgerät. M2 Night Vision. Alter! Das ist ja geil. Sowas habe ich noch nie getestet und ich habe mich immer gefragt, funktionieren solche Dinger? Weil manche Menschen können ja nachts nicht so gut sehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn ich nachts Auto fahre, dass ich halt einfach nicht so gut sehen kann wie tagsüber, wobei das wahrscheinlich auch normal ist. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil das kann ich heute Nacht mal testen. Weil wenn es dunkel ist, gehen wir einfach mal raus und schauen, wie das so ist. Wobei es wahrscheinlich auch schon ganz, ganz dunkel sein muss dafür. So Nachtsichtgeräte, die sind wahrscheinlich auch gar nicht mal so günstig, ne? Ja, ich muss es aufladen. Das liebe ich ja, Leute. Gebt euch mal das. Das muss überall so sein. Ich hasse es ja, wenn man irgendwas bestellt und dann einfach keine Batterie mit dabei ist. Hier haben wir eine bei. Ah, jetzt kann man einstellen hier. Englisch, Deutsch oder Französisch. Und jetzt habe ich hier einen Bildschirm, den ich jetzt gerade euch sehe, also oder quasi meine Kamera sehe. Guck mal, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Jetzt seht ihr nämlich, seht ihr mich? Hey, ist voll aufgeladen und damit gehen wir heute Nacht mal raus. Der Tim schreibt, hey Alex, ich will schon immer so etwas bekommen. Ich sende dir sofort einen Link. Es wäre so nett, wenn du es kaufen könntest für mich. Ja, und dann habe ich es ihm einfach gekauft. Tim, ich hoffe, du freust dich auf dein Nachtsichtgerät. Es sei denn, mir gefällt das so gut, dann behalte ich es. Nein, Spaß, natürlich nicht. Bis später. So Leute, wir haben jetzt gerade 24 Uhr, es ist stockdunkel draußen. Das Ding ist, draußen ist es doch nicht stockdunkel, weil überall sind halt Laternen und meine Kamera sieht selbst noch was. Deswegen muss ich es mal ganz dunkel machen und das geht jetzt gerade nur hier drin. Aber schaut mal hier. Elefanten bei Nacht, die wurden anscheinend mit diesem Ding gefilmt. Das kann ich ja schon fast nicht glauben. Testen wir es einfach mal aus und schauen, ob der Tim sich da auch was freuen kann. Licht im Flur aus. Scheiße, jetzt muss ich ja gucken, wo geht das denn an? Jetzt geht's an und wir machen hier schnell mal aus. Leute, ich teste es jetzt mal eben. Okay, Leute, ich muss noch ein bisschen in den Einstellungen drehen. Jetzt schaut mal, wir sind hier gerade bei mir drin. Es ist stockdunkel und jetzt haben wir hier den Tageslichtmodus und zack. Aha, da kann man noch was erkennen. Da hinten ist jetzt mein Fernseher und wenn ich jetzt hier runtergehe, kann man tatsächlich komplett im Dunkeln hier meine Füße sehen. Ha, scheint gut zu funktionieren. Hey Leute, ich muss wirklich sagen, so ein Ding ist schon geil. Vor allem, wenn man irgendwie campen geht oder auf Abenteuerreisen mit seinen Freunden, da lohnt sich sowas, ne? Muss ich tatsächlich mal überlegen, ob ich mir nicht auch so ein Ding zulege und wir schauen jetzt, was ihr noch so haben wolltet. Und ich habe hier übrigens gerade noch für meinen Zweitkanal gefilmt. Abonnieren. Ja Leute, was geht? Neuer Tag, neues Glück. Ihr seid wieder am Start und die neuen Waren für euch sind angekommen und die schauen wir uns jetzt mal an. Also, ich glaube, das wird wieder ganz lustig. Ich muss auch ganz kurz vorlesen, wer das Busenkissen, so nennt sich das nämlich, bestellt hat. Und zwar ist das hier vom Dennis. Der hat sich das nämlich schon immer gewünscht. Hey Alex, das Kissen soll sehr bequem sein. Plüsch 077 Busenkissen. Gib mal deine Adresse, dann viel Spaß damit. Fangen wir doch einfach mal hiermit an. Das ist eine Tissue Stand. Tissue, Taschentuch, oder? Tissue? Du hörst mit Tissue. Und was ich noch sagen wollte, Leute, wenn ihr was bei mir bestellt, dann ist es auch richtig cool, wenn ihr einen Text dazu schreibt. Und je cooler der Text ist, desto höher ist, glaube ich, auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann für euch kaufe. Boah, es stinkt aber. Was ist denn das? Rotary Hero Made in China. Also ich gehe davon aus, das hat irgendwas mit Klopapier oder mit Taschentüchern zu tun. Aber irgendwie muss man die ja festmachen. Auf jeden Fall stinkt das wie die Hölle, dieses Ding. Ja, okay. Es ist so, wie ich gedacht habe. Man muss tatsächlich so eine Taschentuchbox kaufen und die da hinten reinlegen und dann kann man das so vorne rausziehen. Aber ich glaube, wir haben sowas hier im Büro, deswegen hole ich das mal eben. Kleinen Moment. Also die hätten das ja wenigstens auch mal mitliefern können, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal. Genau, das kann man hier, dann hält sich das so fest. Ah, und jetzt kann man aus der Nase von diesem Bray hier einfach sein Taschentuch ziehen. Dann kommt automatisch schon direkt das nächste mit raus. Ich verstehe. Lustige Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas bei mir... Also ich glaube, für mich persönlich wäre das jetzt nichts. Ich würde mir sowas nicht in die Wohnung stellen. Hier haben wir es doch. Die Kim hat bestellt Rotary Taschentuchhalter. Viel Spaß damit. Muss es einmal am besten waschen, damit es nicht mehr so riecht. Bisschen von deinem Parfüm drauf und dann läuft das schon. Aber bin mir sicher, das wird sicherlich bei dir einen guten Platz finden. Und bin froh, wenn ich es wieder los bin. Dann haben wir hier im zweiten Paket noch was anderes, was ziemlich klein ist. Und zwar das hier. Speezer, die Taschenfrisbee. Also einfach so zum Mitnehmen. Ich muss sagen, Frisbees sind cool so. Ich mag Frisbees. Und wir schauen mal, was das so kann. Also Name verrät schon einiges. Ist halt einfach so einen großen Frisbee, kannst du nicht immer mitnehmen. Nee, so ein großes Frisbee habe ich ja letztens noch gegoogelt. Wobei, ob ich das jetzt so feiern soll, weil das ist ja schon ziemlich mini. Oh, wobei, fliegt gut. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich in der Mittagspause noch mal in den Park und dann testen wir mal, wie weit das Ding. Boah,
stark. Die Taschen-Frisbees hat sich Gabriel bestellt. Gabriel, ich muss sagen, danke, dass du so sparsam bist. Also es kann natürlich auch ein bisschen teurer sein, weil ja, für euch, keine Ahnung, wir haben jetzt 10 Euro, glaube ich, gekostet, würde ich schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und ich weiß auch, wenn dieses Video cool ankommt, dann werde ich safe das öfter machen und bin auch bereit, euch mal teurere Sachen zu kaufen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Kennt ihr noch diese Lehrer, die sich immer, wenn was Wichtiges gesagt werden musste, so auf die Ecke vom Tisch gesetzt haben, vom Pult vorne? Einmal zuhören, bitte. Leute, was geht? Mittagspause hat zwar nicht ganz geklappt, aber ich bin jetzt bei meinen Eltern und hier können wir es auch machen, weil hier ist ein Garten. Lalala. Mein Bruder ist da oben gerade am Computer spielen. Komm hier, zack. Dann. Der eiert halt so ein bisschen leider, ne? Jetzt sind wir richtig mit Tempo hier. Oh Mann, ey, scheiß Ding, das bringt doch gar nichts. Boah, ja. Es wird besser, Leute, aber mein Fazit ist, das Ding ist zu klein. Also große Frisbees machen mehr Sinn. Eins. Deswegen, ich schicke es dir trotzdem zu, aber erwarte nicht zu viel Spaß. Zwei, drei, vier und hoch. Super. Weiter so. Leute, ich wollte nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir können auf jeden Fall sehr gerne noch einen zweiten Part machen. Deswegen checkt gerne mal mein Insta aus, schreibt mir einen schönen Text, was ihr euch wünscht und was ich mal für euch bestellen soll und dann testen darf. Ich freue mich drauf. Abonniert sehr gerne den Kanal. Wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Gibt's ein neues Video. Haut rein. Ciao.